Hunger. Ich bin am Verhungern und doch sterbe ich nicht. Wie lange geht das schon nun so? Es ist unmöglich zu sagen in dieser ewigen Nacht. Muss ich für immer in diesem Gefängnis vor mich hinrotten? Kein Essen, kein Licht, kein Schlaf, kein Kontakt, nichts, nichts. Nur flüchtige Blicke auf ein unerreichbares Leben. Ich wünschte, sie würden dieses verdammte Portal in dich öffnen. Ich wünschte, sie würden diese Welt in Stücke reißen. Ich wünschte, es fände endlich alles ein Ende. Ich muss es beenden. Creepy. Zum Glück habe ich es öfter probiert. Sogar Sellyface fehlen die Worte. Badezimmer. Megan? Hallo, bist du hier? Super geht's halt nichts an. Hey, wo ist ihre Kette hin? Ist mir doch gar nicht aufgefallen, dass sie fehlt. Das ist seltsam. Vielleicht kommt sie deswegen nicht heraus. Was ist mit den anderen? Ich habe keine Ahnung. Also alle Geister sind weg, warum auch immer. Da ist aber auch noch so, dass die Kette fehlt. Also so, als hätte jemand mitgenommen. Hast du die weggenommen? Ja, heute Morgen, während ich mich umgesehen habe. Okay, lass uns doch mal hier nachsehen. Matratze? Stacy, bist du hier? Nichts am Gehboy zu sehen. Es war immer schwierig, Stacy zu rufen. Wunder bin ich also nicht, dass sie nicht erscheint. Wie war? Hoffentlich ist sie bei Megan. Loch. Loch. Schlinge? So viel Tod und Zerstörung in nur einem Haus. Tod lese ich schon. So viel Tod und Zerstörung in nur einem Haus. Ja, die Holmes Family tut mir echt leid. Dieses Ende hatten sie nicht verdient. So sehr ich auch Luke dafür hasse, was er getan hat, kann ich mir nicht helfen und habe trotzdem Mitleid mit ihm. Er hat sein eigenes Schicksal besiegelt, indem er den Rat geholfen hat, den Dämon zu beschwören. Zu dumm nur, dass der Stacy und Megan damit reingezogen hat. Glaubst du, dass er wirklich tot ist? Der rotäugige Dämon? Ja, trotzdem Findung hat ihn vermutlich vernichtet, aber war das nicht ein bisschen zu, naja, einfach? Ich weiß, was du meinst. Genau deshalb habe ich mir das auch gedacht, aber die letzten Jahre hat er sich einfach nicht blicken lassen. Was wäre, wenn wir ihn nur verwundet hätten und er irgendwo in der Finsternis hockt und auf bessere Zeiten wartet? Dann lassen wir ihn wieder zur Hölle fahren, wenn er wieder auftaucht. Wenn es Dämonen und Seelen gibt, glaubst du dann, dass es auch Engel gibt und den Himmel und die Hölle und Gott und den Teufel? Ist das alles real? Das hoffe ich, das kann ich mir nicht vorstellen, das hoffe ich. Ich denke über das alles was viel nach, aber letztlich hoffe ich einfach nur, dass es etwas Besseres gibt. Etwas Besseres als uns. Ich habe nie an etwas Übernatürliches geglaubt. Jetzt nach allem dem, was wir gesehen haben, weiß ich nicht mehr, woran ich glauben soll. Ich hatte immer das Gefühl, dass eine höhere Macht am Werk ist. Ich wusste noch nie, wer oder was das bedeutet. Und ich weiß es immer noch nicht. Gut, dann setzen wir mal die Zähne an. Ich glaube, jetzt war ich da sonst eh überall eigentlich. So, das war da oder beim Vogelhilfe, kein Fall. So, weil dann haben wir jetzt noch Westen. Und das Abgefackelte. Falsch? Ach so, ich glaube, ich habe den Fehler. Das Made in. Ah, nein. Das Made in China ist verkehrt rum. Das würde bedeuten, dass Süden und Norden vertauscht ist. Kann das sein?
quasi Süden oben ist, dass Norden unten ist und Westen und Osten bleibt. Nein. Hä? Ich war mir zu 100% sicher, dass das stimmt. Süden, Westen ist da, Osten ist da, Norden ist da und das verbrannte in die Mitte. Ach fuck. Kann mir der Level nicht helfen. Ich schau mal, ob ich raus kann überhaupt. Weil ich muss ja zur Kirche gehen irgendwie. Da war ich hier auch überall, oder? Ja, Miss Rosenbergs und so, da war ich überall. Auch nichts machen. Ach Mist, ich komm gar nicht raus. Gut. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das ist jetzt wirklich ein bisschen blöd. Was könnte ich denn noch machen? Was habe ich denn jetzt überhaupt alles? Ist da was Neues? Keine Nachrichten. Ein Taschenmesser habe ich noch. Aber es hilft mir eigentlich auch nicht weiter. Jetzt sind wir so durchgerast und jetzt weiß ich nichts. Ach komm, ich schau nochmal hin. Das muss doch so gehen. Was war da nochmal? Ach, da war das eine Obdachlose. Da war noch irgendwo dieser Safe am Boden, da habe ich den Code aber nicht. Da ist auch dieser grüne Schleim. Überall ist so ein komischer grüner Schleim, das ist schon ein bisschen auffällig. Da ist sonst auch hier nichts, außer der Käfig. Ich meine, warum sollte ich da überhaupt Zähne reingeben? Bin jetzt mal komplett vertauscht, aber sag ich, also, oh ja, habe ich noch nicht probiert. Wenn ich quasi alles komplett vertauscht, also quasi Osten, Westen, Süden, Norden. Okay, alles komplett vertauschen geht. Gott sei Dank. Wow. Ich glaube, ich habe den Schlüssel gefunden, den du verloren hast. Ich habe nichts verloren. Ich habe... Moment, wo zum Teufel kommt der überhaupt her? Ich habe den nicht da reingetan. Jemand wollte, dass wir ihn finden. Hätte man den nicht unter meiner Tür durchschieben oder in meinen Postkasten werfen können oder sowas? Realität ist ein verworrenes Netz. Was? Vergiss es, jetzt haben wir den Schlüssel. Wir sollten uns den Tempel näher ansehen. Ah, das ist der Schlüssel zu dem Tempel. Oh, wo war der Eingang zu dem Tempel? Wo war das? Keller? Nein, ich bin gerade sehr unsicher. Aber es müsste eigentlich im Keller sein. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das war, ehrlich gesagt. Ich hoffe, es war da, weil sonst wüsste ich es gar nicht. Keller ist am logischsten noch. Ja, da ist es. Glück. Und ab in den Keller. 2 Stunden später. Alles soweit normal, Larry. Naja, normal für Edison Apartment Standards. Und was ist mit den Zähnen und dem glühenden Vogelkäfig-Ding und dem Schlüssel? Ich denke, dass das schon ein wenig seltsam war. Und dieses komische Gefühl werde ich auch nicht los. Irgendwas Schlechtes kommt, Alter.
Ich weiß nicht was oder wann, aber es wird kommen. Da könntest du recht haben. Ich informiere Todd und wenn er zu Hause ist, kommen wir mit seinem Equipment nochmal her. Okay, wieder gerade in den Unterricht. Er sollte jetzt fertig sein, aber ich wollte mich noch mit Ash treffen. Erinnerst du dich? Oh, stimmt ja. Du solltest sie mitnehmen. Ich finde, wir sollten sie da raushalten. Also, von dem paranormalen Zeug. Stimmt schon. Das letzte Mal, als wir sie mit hatten, hat das Böse geendet. Alter, das ist jetzt schon ein Jahr her. Sieht so aus, als würden die Jahre immer schneller vergehen. Ja, das tun sie. Außerdem, vergiss nicht, dass wir uns morgen Abend zum Abendessen treffen. Wie könnt ihr das vergessen? Von dir und Ash habe ich sicher tausende Nachrichten darüber bekommen. Wo treffe ich mich jetzt mit Ash? Hey Ashley. Sal! Ich freue mich so, dich zu sehen. Wie habe ich dich vermisst? Oh, Uzi ist mit dem Motorrad kommen. Cool. Lieb, wie sie sich umarmen. Ich habe dich auch vermisst, Ash. Du hast dir die Haare geschnitten. Steht dir gut. Danke. Es ist besser so zum Fahren. Ich sehe, du hast auch einen neuen Look. Oh ja, irgendwie schon. Sieht toll aus. Auch wenn ich zugeben muss, dass ich die Rossschwänze irgendwie vermisse. Ich bin nicht mehr beim See gewesen, seit wir hier zusammen waren. Was hast du gesagt? Ich sagte, es ist schon lange her, dass wir hier waren. Bei mir auch. Es ist so schön hier draußen, so friedlich. Oh, voll schön. So, hast du dich mit Ben versöhnt? Ja, es passt wieder alles. Worum ging's dabei wirklich? Geschwisterzeug halt. Er hat mich herzlos genannt, weil ich nicht bei Omas Beerdigung geheult habe. Er sagte, ich sei nicht normal, weil ich niemals weine, bla bla bla. Dann wurde daraus ein großer Streit. Als ob ich nicht um meine Oma getrauert hätte. Wieder ein paar Fehler drin, habe ich schon bemerkt. Egal. Wir haben uns versöhnt und jetzt ist alles wieder beim Alten. Jetzt, wo du sagst, ich glaube, ich habe dich niemals weinen sehen. Das bedeutet, dass ich einem herzlosen Monster sein muss. Krähe. Hua. Pass lieber auf. Wir erledigen hier nämlich Monster. Nein, du solltest besser aufpassen. Mit diesem Monster wirst du es dir nicht verscherzen. Ist das eine Herausforderung? Ich hoffe, dass deine Mutter heute Morgen noch einen Abschiedskuss gegeben. Wie geht's dir, Sallyface? Mir geht es gut, mich plagen Albträume. Ja komm, ich bin ehrlich zu ihr. Mich plagen Albträume. Das tut mir leid. Sind sie so schlimm wie früher? Sie sind anders, schwer zu erklären. Ich kriege kaum Schlaf deswegen. Mach dir etwas Sorgen. Manchmal, wenn mir etwas Sorgen oder Probleme macht, bekomme ich davon Albträume. Ich fühle diese tiefe Verzweiflung, was überhaupt keinen Sinn macht, weil alles in Ordnung ist. Eigentlich sollte alles gut sein. Nimmst du deine Medikamente? Ja. Das heißt, meistens. Du solltest sie nehmen, wenn sie dir gut tun. Meine Cousine hat mit Depressionen zu kämpfen und seit sie ihre Medikamente hat, geht es ihr viel, viel besser. Sie helfen schon, aber sie lassen mich auch abstumpfen. Die Verzweiflung fühlt sich wenigstens wirklich an. Oder wenigstens wirklich nach mir. Ich verstehe. Ich möchte nur, dass du glücklich bist, Sal. Du kannst dich immer an mich wenden, wenn du Hilfe brauchst. Oder nur jemanden zum Reden. Du weißt doch, dass ich immer für dich da bin, oder? Das weiß ich. Danke, Ash. Ich weiß. Ich habe das schon mal gesagt, aber du brauchst es nicht zu tragen, wenn ich da bin. Mein Gesicht? Deine Maske. Sie ist inzwischen ein Teil von mir geworden. Sie ist das Gesicht geworden, das ich in der Öffentlichkeit zeige. Das ich allen zeige. Ich will nur, dass du weißt, dass du sie nicht vor mir tragen musst, wenn du das nicht willst. Es sind nur wir zwei hier, niemand sonst.
Oh, ich dachte, er legt jetzt ab. Bist du endlich wieder da? Ja. Hast du ein Problem damit, Kumpel? Ich weiß nicht. Es war irgendwie nett, nur mit Jungs. Mit einem Mädchen dazu wird das Ganze durcheinander gewirbelt. Du gewöhnst dich besser dran, aber jetzt hast du es mit mir zu tun. Ich hab dich vermisst, Ash. Wir alle haben dich vermisst. Schön, dass du wieder da bist. Auch schön, wieder hier zu sein. Ich habe euch auch echt vermisst. Ich freue mich schon drauf, euch alle morgen zu sehen. Was ist mit der Kunstschule? Ich glaube, ich werde meine Auszeit von der Schule gönnen. Ich fühle mich richtig ausgebrannt. Wirst du zurückkommen? Vermutlich. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Vielleicht mache ich sogar ein paar Klassen am Community College, während ich über ein paar Dinge nachdenke. Oh, das wäre voll cool. Larry will das auch machen. Als er das gesagt hat, war ich echt überrascht. Ich dachte nicht, dass er aufs College gehen würde. Ich auch nicht. Es wär ganz so wie früher, die alte Crew zusammen in der Schule. Bist du glücklich? Glücklich? Worüber? Alles. Das Leben. Ich weiß nicht. Keine einfache Frage. Obwohl ich gerade eine schwere Zeit durchgemacht habe, versuche ich Dinge zu finden, die mich glücklich machen. Was ist sonst der Sinn? Verstehst du? Ja. Ich bin jetzt glücklich. Ist wirklich alles in Ordnung, Sel? Ich mache mir langsam Sorgen um dich. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich stehe ein wenig neben der Spur. Alles fühlt sich so falsch an. Wie meinst du das? Nichts scheint mich zu beruhigen. Diese beständige Unruhe. Als ob mein Geist und meine Seele nicht im Einklang miteinander wären. Ich würde sogar den Himmel anschreien, bis er auseinanderbricht. Und? Was und? Lass es uns tun. Ich weiß nicht. Komm schon. Ich wette, du wirst dich nachher besser fühlen. Ach, wunderschön die ganzen Szenen und Ideen.